Hey everybody, Mikey G hier, Michael, und willkommen zurück zu Feuer Mitternacht. Oder auch, wie ich es nenne, Bugs zu jeglicher Tageszeit. Denn anders kann man die letzten Folgen leider nicht beschreiben, vor allem Folge 62. Das müsst ihr euch geben, das Ende, unfassbar. Oh Gott, Wahnsinn. Wir haben noch mehr Bugs entdeckt, aber wie dem auch sei, wir sind beim Tempelorden und haben alle, wohlgemerkt, alle Priesterinnen, die man zu sehen hatte vorher, tot aufgefunden. Und ja, das ist die Musik, die dazu spielt. Ganz genau das. Das Game freut sich über Tod und Verderben und Leid. Vor allem beim Spieler. Habe ich so das Gefühl gerade zumindest. Wir sind auf der Suche nach Philandora in der Hoffnung, dass sie noch lebt. Was sie bestimmt tut, da bin ich sicher. Ich hab's im Gespür. Und nun ja, wir sind hier unterwegs mit Laura und Kayla. Und machen jetzt erstmal noch 2-3 Augenblatt. Müssen noch ein Auge zudrücken. Der war wieder super, Freunde. Okay. Auf zum Augen zu kneifen. Nein. Ich dachte, sie hätte einen Angriff auf alle. Natürlich, dann machen wir so weiter wie gehabt. Ich bin gespannt, wie lange es überhaupt noch dauert, bis wir dann wirklich da sind. So lange war es, glaube ich, aber nicht mehr, bis wir bei dem Baum waren. Baum des Lebens, Gedönse und so weiter. Wisst ihr Bescheid? Wie er so viel mehr abzieht. Wow. Nein, das, der Aussetzer, den habe ich auch gehört, Freunde. Okay. So. Hast du darüber noch einen Spruch zu verlieren? Dieser Grabstein wurde zur Ehre der Brandopfer des großen Feuers angefertigt. Nothing new, I would say. Sorry myself. Du kannst noch einen Mistel vertragen. Und das war's. Oh. Nee, ich hab jetzt keinen Bock grad. Wir haben so viel gekämpft die letzte Zeit. Natürlich konnte ich wieder keinen Schritt gehen, um zum x-ten Mal zwangshaft gegen Stiefmütterchen zu kämpfen. Super! Ich freue mich wie ein Schnitzel. Wie immer. So. Große Eruption. Machen wir ihr Feuer unterm Arsch. Schischischischischischa. Goddammit. So, dann, na, komm schon. Nehmen wir sie einzeln aufs Korn. Laura, komm schon. Machst du Platz? Bye, bye. Komm schon da. Ja, ist gut. Ich hab's kapiert. Da macht das wieder. Und Laura, du gibst ihr eine Kamille. Tada! Sehr schön. Nochmal. Drauf! Stirb! Ich will zu Philandora. Wir müssen sie retten. Wie viel hält denn das Viech aus? Das gibt's doch nicht. Oh, wie Hustensaft. Ich habe keinen Hustensaft genommen. Ich habe mich wahrscheinlich einfach nur wieder verlesen. Ja, die Erfahrungspunkte sind schon toll. So. Okay, da, es wird Zeit mal wieder. Ariel, das Knoberspittel. Zack. Bei da ist noch okay. So. Oh, haben wir eigentlich Ausrüstung? Nö. Ah, das haben wir schon gemacht, stimmt. Bei ihr auch. Ja. Achso, stimmt, Kayla wollte ich das Silber nicht geben. Nee, ich geb's ja auch nicht. Ich trau dem Game nicht. Aber du meditierst! Phyllis! Nein, das ist nicht wahr. Phyllis, sag doch etwas. Schwester, was haben sie dir nur angetan? Kayla, ich... Auch wenn du es nicht glaubst, es tut mir wirklich leid. Wenn ich nur früher geahnt hätte, was Zodda geplant hat. Es ist nicht deine Schuld. Dies konnte nicht mal Phyllis voraussehen. Ach, sei verflucht, Zodda, das wirst du mir büßen.
Ich schwöre, ich werde dich rächen, das schwöre ich. Rache allein bringt uns nicht weiter. Wie, ist sie wirklich tot? Du, das sagst ausgerechnet du, als du... Also du Lisa tot am Boden liegen sahst, hattest du doch dasselbe gesagt. Und du hast auch verdammt recht. Wir müssen diesen blutrünstigen Monster zur Strecke bringen. Bedäh, bedäh. Ja, ich weiß, aber das kann nur alleine ich tun. Alleine ich tun. Es soll nicht noch jemand wegen mir sterben müssen. Wieso sterben? Was meinst du damit da? Ich bin nicht da. Nenn mich also nicht mehr so. I'm Batman. Wie heißt du? Mein Geburtsname ist Yamon. Und ich möchte gern in Zukunft auch von dir so genannt werden. Yamon? Aber Nathans Bruder heißt doch so. Das ist kein Zufall, richtig? Es ist wahr. Ich bin sein vermisster Bruder. Ja, Mann, du bist wirklich der kleine, ängstliche Junge von damals? Mehr oder weniger, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich musste schon zum dritten Mal Menschen sterben lassen, ohne etwas dagegen tun zu können. Das reicht! Jetzt ist Schluss damit! Da, digitiert zu. Wow. Spaß beiseite mal. Sag bloß. Nun musst du nicht mehr trauern. Freunde in den Comments. Da, Abduction Counter. Ich glaube, wir sind bei 4. Richtig. Schreibt's in die Kommentare runter. Wo ist der hin und seit wann beherrscht er diesen Trick? Welchen? Sich gefangen nehmen zu lassen? Ach, der hat bei Peach studiert. Oh Mann. Ich hatte gleich so ein Gefühl, dass sich etwas in ihm geändert hat. Seine Aura ist jetzt viel heller als zuvor. Und wieder konnte ich die Arnika nicht mitnehmen. Super. Was hat das zu bedeuten? Also, Phyllis, du lebst ja. Es ist ein Wunder. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass die nicht mal wirklich untersucht haben, ob sie wirklich tot war? Ja, und zwar ein Wunder, das sich Yamon nennt. Oh boy. Zordak, du hast das letzte Mal gemordet. Von nun an wird es nur noch ein Opfer geben. Da. Da. Das sieht so aus, als würdest du gleich den Steuerung alt entfernen Zauber betätigen. Das wäre nicht so gut. Das versuchen wir ja abzuwenden. Wow. Leute, herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier den Messias vor uns. Da hat gerade alle wiederbelebt. Wow. Alle. Alle. Absolut und wirklich alle. Und wir laufen immer noch durch die Gegend. Ja, wir laufen immer noch. Was geht hier nur vor sich? Das ist doch nicht möglich. Die Hoffnung, sie lebt noch immer in ihm. Habt Dank, große Göttin. Ha. Oh boy. Da ist jetzt der super mega Obermacker. And he's gone. Und Game Over ist auch wieder. Ja, Mann. Wurden wir ihr jemals vorgestellt? Nicht, dass ich wüsste. Ich wüsste nicht, dass wir ihren Namen mitbekommen haben. Berichtigt mich in den Kommentaren, Freunde. Ba, 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 ba. 100 Punkte an denjenigen, der mir sagt, aus welchem Game diese Musik ist. Das kennt jeder. Könnt ihr mir nicht erzählen, das kennt jeder. Schreibt es in die Kommentare. Ihr habt viel zu tun wieder, Freunde.
Wo bin ich hier? Ist das wieder ein Traum? Oh oh, ich hoffe, ich kriege keinen Stress dann auf YouTube mit der Musik. Because it's a secret to everybody. Mein lieber Sohn, endlich darf ich mich dir offenbaren. Was? Ja. Mutter. Das muss ein Traum sein. Nein. Du kannst nicht wirklich hier sein. Aber ich bin hier bei dir. In diesem Augenblick. Und wer sagt mir, dass du meine echte Mutter bist? Du könntest genauso eine Frau namens Shiva sein, die es auf meine Macht abgesehen hat. Also, und mir hier nur etwas vorgaukeln will. Ich weiß, es ist schwer für dich zu verstehen, aber du kannst deinen Augen ruhig trauen. Ich bin es wirklich. Aber du bist tot! Aber wie wäre das möglich? Du bist doch damals vor meinen Augen gestorben. Genau, sag's ihr! Mein Sohn, macht es dich denn noch so sehr zu schaffen? Du darfst dir dafür keine Schuld mehr geben. Ich starb, weil es das Schicksal von mir erwartete. Schicksal? Blödsinn! Daran glaube ich nicht. Ich war es, der damals zurückreiste, um die Zukunft zu ändern. Doch anstatt zum Guten habe ich genau das bewirkt, was ich verhindern wollte. Weshalb sollte ich da nicht die Schuld an mich reißen? Was reißt man an sich? Ja, Mon, erinnerst du dich noch an den Tag, als du vom Spielen heimkamst und ein Todestier mitgenommen hast? Das sind alte Geschichten. Was hat das hiermit zu tun? Was habe ich dir damals gesagt? Denk nach. Flashback. Mama, bitte, du musst ihm helfen. Wem, mein Schatz? Wem denn? Das arme Ding hier. Es ist vom Nest gefallen und jetzt kann es sich nicht mehr bewegen. Kannst du nichts tun? Ach ja, Mann. Tut mir so leid, aber dieser Jungvogel ist leider schon tot. Aber du kannst ihn doch sicher wiederbeleben. Das hast du gestern bei dem Mädchen auch gemacht. Bitte. Mein Sohn, das würde ich gerne tun, aber in diesem Fall wäre es ein Eingriff in die Natur. Entschuldigung, Freunde. Sie ist es, das sein Schicksal bestimmt. Und nicht ich. Okay, jetzt möchte ich gerne wissen, durch was das Mädchen gestern gestorben ist. Wenn nicht durch natürlichen Eingriff. Aber du hast doch... Ja, ich habe diese junge Frau wieder ins Leben zurückgerufen. Aber im Gegensatz zu diesem Tier war es noch zu früh, um sie der Erde zu überlassen. Wieso? Wieso? Was ist der Unterschied? Weiter bitte. Aber wie entscheidet man, wann die Zeit reif ist zu sterben? Das spürst du. Tief in deinem Innersten kannst du es fühlen. Ach, dann hoffe ich, dass ich kein solches Talent bekomme. Das ist mir viel zu viel Verantwortung. Sowas möchte ich nicht haben. Oh, glaub mir, wenn du älter bist, wirst du nicht mehr so denken. Wow, wirklich? Du hast heute gezeigt, dass du erwachsen geworden bist und bereit bist, mein Erbe anzutreten. Hättest du es auch getan, wenn ich noch am Leben wäre? Nein, ich denke nicht. Das ist jetzt sinnvoller als das, was sie davor gesagt hat. Vermutlich wäre da wirklich nicht so durchgedreht, allerdings hätte er auch nicht so viele Leben ausgelöscht, was auch ein bisschen doof ist. Findet ihr nicht, Freunde? Aber hätte sie vermutlich wirklich nicht zu dem gemausert, was er heute ist. Und mittlerweile ist er ja eigentlich ein ganz dufter Kerl. Zumindest teilweise. Dann gib dir nicht länger die Schuld an dem, was geschehen ist. Denn mein Tod gab dir am Ende dein Leben zurück. Nun liegt es an dir, was daraus zu machen. Mutter, ich würde gerne an mich glauben. Aber was ist, wenn ich wieder von meiner dunklen Macht eingeholt werde? Wie kann ich mich davor schützen?
nur durch dein eigenes Selbstvertrauen, das du jetzt in dir trägst. Wenn du an dich selbst glaubst, dann wirst du stark genug sein, dem Verlangen zu widerstehen. Das hört sich leichter an, als du denkst. Wie soll ich mir vertrauen, wenn es nicht einmal mein Vater schafft? Obwohl, wenn ich so darüber nachdenke, war unsere Beziehung ja nie wirklich gut. Es ist wahr, dass er oft streng mit dir war. Aber er hat es nur gut gemeint. Er wollte eben, wie auch bei Nadan, einen guten Krieger aus dir machen. Sei ihm deshalb bitte nicht länger böse. Er hat dich deshalb nicht schlechter behandelt als deinen Bruder. Wenn du krank warst, war er immer für dich da. Na, was ist denn heute schon wieder mit dir los? Hör auf zu heulen, steh auf. Aber mein Bauch tut so weh. Du bist doch schon ein großer Junge. Also hör auf, dich über etwas Bauchweh zu beschweren. Du hast sicher nur etwas zu viel Äpfel gegessen. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Es tut so furchtbar weh und mir ist so heiß. Ich bin kein Priester, aber das hört sich fast an, als ob du vergiftet worden wärst, Junge. Hat dich gestern im Wald etwas gebissen? Nein, nein, ich war doch nicht im Wald, ich schwöre es, ich war ganz brav. Ist schon gut. Ich bin dir ja nicht böse. Halte nur durch, bis deine Mutter aus Safror zurück ist. Bis dahin kümmere ich mich um dich. Mal sehen, wo die Schmerztabletten sind und wo Nadan schon wieder steckt. Denn wir haben Pharmazie in dieser mittelalterlichen Welt. Dieser Bengel könnte mir ruhig mal helfen. Das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, Susanne kommt bald nach Hause. Allein schaffe ich das nicht. Halte nur durch, mein Junge. Und ich habe das gerade laut gesagt, damit du es hören kannst und noch mehr Panik verfällst. Dein Vater ist sogar oft mehr besorgt gewesen als ich, aber er konnte es einfach nie so zeigen, wie er wollte. Nimm es ihm bitte nicht übel. Auch dein Bruder. Und selbst mir gegenüber konnte er sich nicht ganz öffnen. Möglich. Doch kann er seinen Sohn je seine Missetat verzeihen, gleichgültig wie schwer sie waren? Ich denke, im Innersten hat er dir längst vergeben. Wie ich meinen Mann kenne, macht er sich genau wie du auch Vorwürfe. Warum sollte er? Weil er immer so streng zu dir war. Streng zu dir war und dir nie Freiheiten erlaubte. Daher bist du doch immer mit da zusammen gewesen. Ja, ich weiß. Wir gingen immer heimlich in den Wald, trotz des Verbots. Ich weiß nicht, ob es klug ist, heute in den Wald zu gehen. Ich habe gehört, dass da vor kurzem nur so von Räubern wimmelt. Sei doch nicht so ein Angsthase. Das sind doch nur dumme Gerüchte. Und selbst wenn sie wahr wären, du hast doch mich. Also komm schon. Es wird spät. Ich bin müde. Gehen wir lieber zurück, bevor es dunkel wird. Meinetwegen. Wow. Interessant. Was machst du da? Was wohl? Ich nehme diesen Schatz mit. Dann hat sich der Tag wenigstens etwas gelohnt. Nicht. Das gehört bestimmt jemandem. Ach, Unsinn. Dann würde es nicht unbewacht auf dem Boden liegen. Wirst du wohl die Finger von meiner Beute lassen? Hallo, Philandoras Zwilling. Was fällt euch dummen Kindern ein, hier einfach Leute zu beklauen? Schert euch hier weg. Hey, du bist doch selbst noch fast ein Kind. Und wer auf seine Sachen nicht aufpassen kann, ist selbst schuld. Wie war das? Du willst mich belehren? Das wird dir schwerfallen ohne Zunge.
Bitte nicht, er meint es ja nicht so. Wir wollen dein Zeug doch gar nicht. Ja, Mann, du bist so ein Feigling. Reiß dich endlich mal zusammen und benimm dich nicht wie ein weinerliches Kind. Dieses Küchenmesser juckt mich nicht die Bohne. Wir beiden haben weitaus bessere Waffen als sie. Und was soll das bitteschön sein, du Dreikäse hoch? Das wirst du gleich sehen. Los, Jamon, wir machen sie fertig, dann wird dir das Lachen vergehen. Ich will aber nicht. Wenn es ja wirklich gehört, dann lass es ihr doch. Sieh sie dir doch an. Das ist bestimmt nichts weiter als eine verfluchte Diebin. Diese Sachen gehören ihr nicht. Gar nicht, ganz sicher. Wir sind ebenso nicht dessen Besitzer. Also warum willst du denn darum mit ihr kämpfen? Oh Gott, es ist so schlimm, gerade vorzulesen. Tut mir leid, Freunde. Dummkopf, sie hatten es doch eben selbst herausgefordert. Hier, ein Besitztum. Hier geht's um Ehre. Ich habe aber keine Lust zu kämpfen. Mama hat immer gesagt, dass man seine Kraft nicht missbrauchen soll. Und das will ich auch nicht. Du bist so ein verdammtes Muttersöhnchen. Dann mach doch, was du willst, ich verschwinde. Das nennst du einen Freund? Was, wenn ich vorhätte, dich von oben bis unten aufzuschlitzen? Keine Sorge, so skrupellos bin ich auch nicht wieder. Weil du nichts Wertvolles bei dir trägst, kannst du gehen. Du bist gemein. Ich bin nicht nutzlos. Ich bin sehr viel mehr wert. Ich meine... So, dann kommst du also aus einer reichen Familie. Was für ein Glückstag für mich. Hey, Moment mal, so habe ich das gar nicht gemeint. Oh, doch, das hast du. Der andere Junge hatte ihn Jamon genannt. Da fiel mir ein, die Hohepriesterin von Safro auch so einen Sohn hat mit dem Namen. Und wenn es so wäre... Ich könnte vielleicht deine Eltern mit viel Geld erpressen, wenn ich dich kidnappen würde. Oh ja, das wäre keine so schlechte Idee. Zurzeit ist bei mir sowieso Ebbe in dem Geld, was das Geld betrifft. Hey, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich mag zwar klein sein, aber wenn... Was willst du tun? Mich mit Wasser berieseln? Das nützt dir auch nichts. Ich warne dich, ich mache das wirklich. Ich kann auch ganz, ganz viel schlimme Magie anwenden. Jawohl, komm also. Ja, was da ungute Jamon da eigentlich will, das sehen wir in der nächsten Folge von Feuer Mitternacht. Bis dahin, rock your life, everybody. Cheerio. The secret of mana.